Hallo und herzlich willkommen. Ich werde Ihnen heute das Modell der zwei Denksysteme von Daniel Kahnemann in einer sehr vereinfachten Form vorstellen. Es geht mir darum, Ihnen ins Bewusstsein zu bringen, wie unser Denken funktioniert, damit Sie zukünftig frei und ganz bewusst zwischen beiden Systemen wählen können, wenn es um Ihre weitreichenden finanziellen Entscheidungen geht. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Mein Name ist Ute Grebe-Thiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Heute geht es also darum, wie Menschen entscheiden und was die Art zu denken mit ihren Finanzentscheidungen zu tun hat und warum das Bauchgefühl sie manchmal in die Irre leitet. Daniel Kahnemann beschreibt in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken ein Modell, in dem er zwischen zwei Denksystemen, nämlich Denksystem 1 und Denksystem 2, unterscheidet. Bei Denksystem 1 handelt es sich um die Intuition, unser schnelles Denken, und bei Denksystem 2 um unsere Ratio, unser langsames Denken. Fragt sich nun, wie unterscheiden sich die Denksysteme? Welche Vor- und Nachteile bieten sie? Und wann setze ich welches ein? System 1, die Intuition, ist schnell, automatisch, immer aktiv, emotional, stereotypisierend und mit meinen Worten in Schubladen steckend, unbewusst. System 2, die Ratio, ist langsam, anstrengend, selten aktiv, logisch, berechnend, bewusst. Es braucht Konzentration und Aufmerksamkeit. Hier steckt die bewusste Kompetenz. Ein Beispiel. Wenn ein Mensch mit einem wütenden Gesichtsausdruck auf Sie zukommt, dann hat Ihr Denksystem 1 im Bruchteil einer Sekunde die Stimmung des anderen erfasst. Sie haben sofort eine Meinung dazu, was die Person als nächstes tun könnte. Sie antizipieren, dass jetzt Beschimpfungen oder unfreundliche Worte folgen werden und Ihr Körper bereitet sich augenblicklich auf einen möglichen Angriff vor. Das alles hat Ihre Intuition blitzschnell und völlig automatisch, also unbewusst, gesteuert. Es lag nicht in Ihrer Absicht, den Gemütszustand Ihres Gegenübers zu erfassen oder zu erraten, was diese Person wohl vorhat. Sie haben nicht bewusst das Gesicht analysiert und überlegt, was die Falten auf der Stirn oder der aufgerissene Mund jetzt wohl zu bedeuten hätten. Ihre automatische, intuitive Reaktion war es, was Kahnemann das schnelle Denken nennt. Anders ist es, wenn Sie sich bewusst auf etwas konzentrieren, wenn Sie eine schwierige Aufgabe erfüllen wollen, zum Beispiel jeden Buchstaben A auf einer Seite zu zählen, dann wird das Denksystem 2 eingeschaltet. Das kostet Anstrengung, Aufmerksamkeit und ermüdet. Wenn man dann unterbrochen wird, muss man von vorne anfangen und es dauert seine Zeit. Ein Fall von langsamem Denken. Sicherlich kennen Sie das Phänomen, dass Handlungen, die wir sehr häufig wiederholt haben, irgendwann in den Autopiloten wechseln, also ins Denksystem 1 wechseln. Mein 18-jähriger Sohn fuhr als Fahranfänger zunächst das Auto im Denksystem 2, weshalb in brenzligen Situationen ja dann auch der Fahrlehrer eingreifen kann. Vielleicht können Sie sich selbst noch erinnern, wie man am Anfang noch überlegt. Erstens Kupplung treten, zweitens Gang einlegen. Wobei dann der Blick auf den Schaltknüppel gerichtet wird, weil man erst überlegen muss, wo liegt denn nun der erste Gang? Dann aufschauen, Gas geben, Kupplung kommen lassen, ach nee, vorher noch schnell Schulterblick und oje, habe ich irgendwas vergessen? Und wie fahren Sie heute Auto? Nach etlichen Jahren? Also mir ist es schon ganz häufig passiert, dass ich beim Autofahren über irgendetwas nachdenke oder Podcasts höre und plötzlich bin ich am Ziel, ohne mich wirklich erinnern zu können, wie ich dahin gekommen bin. Mein Denksystem 1 hat die Autofahrt übernommen. Auch hier ein einfaches Beispiel. Ich stelle Ihnen jetzt zwei Rechenaufgaben und bitte Sie, sie schnellstmöglich zu beantworten. 2 plus 2. A gleich 4. Zweite Aufgabe. 17 mal 24. O geht nicht so schnell.
Nun, für welche Aufgabe haben Sie welches Denksystem verwendet? Ja, richtig. 2 plus 2 gleich 4. Das wissen Sie. Das haben Sie nicht gerechnet. Das haben Sie aus Denksystem 1 spontan beantwortet. Für 17 mal 24 mussten Sie Ihr Denksystem 2 einschalten. Glückwünsche an diejenigen, die das in der kleinen Pause geschafft haben, die ich Ihnen gelassen habe. Übrigens hat meine Intuition bei 17 mal 24 sofort nach dem Taschenrechner gerufen. Was sind also nun die Vorteile beider Systeme? Denksystem 1 ist schnell und energiesparend. In grauer Vorzeit war Nahrung schwer zu bekommen und die Menschen waren von vielen Gefahren umgeben. Da war es für das Überleben sehr wichtig, mit seiner Energie zu haushalten. Und es war besser, intuitiv vor dem Säbelzahntiger davonzulaufen, als erst eine Weile darüber nachzudenken, ob er wohl hungrig sei. Denksystem 2 ist langsam und energiefressend. Sie kennen bestimmt die Erschöpfung, wenn Sie den ganzen Tag Denkarbeit geleistet haben, gelernt haben oder etwas kognitiv entwickelt haben. Dann sind Sie am Abend todmüde, obwohl Sie sich körperlich vielleicht gar nicht angestrengt haben. Die Arbeitsteilung zwischen Denksystem 1 und Denksystem 2 ist höchst effizient. Sie minimiert den Aufwand und optimiert die Leistung. Das bedeutet, wir treffen deutlich über 90% unserer täglichen Entscheidungen mit dem Denksystem 1. Diese Regelung funktioniert im Allgemeinen gut, weil Denksystem 1 in vertrauten Situationen und bei kurzfristigen Vorhersagen sehr zuverlässig arbeitet. Sobald es komplexer wird, übernimmt Denksystem 2 und hat normalerweise das letzte Wort. Im Alltag, beim Sport und bei Routineaufgaben ist Denksystem 1 sehr hilfreich, aber bei komplexen Fragestellungen mit weitreichenden Folgen für die Zukunft halte ich das rationale Denksystem für sinnvoller. Wenn es zum Beispiel beim Vermögensaufbau um den Zinseszinseffekt in mehreren Jahrzehnten geht, dann ist das für das Denksystem 1 nicht vorstellbar. Es versteht kaum etwas von Logik oder Statistik. Warum beginne ich also jetzt meine Podcast-Reihe zum Thema Finanzen mit den Denksystemen? Nun, es gibt komplexere Entscheidungen und Fragestellungen, die die Intuition gerne beantworten möchte. Denksystem 1 gaukelt einem manchmal leichtere Lösungen für komplexere Fragen vor und kann sie dadurch in die Irre leiten. Die Leistungsfähigkeit von Denksystem 1 wird gelegentlich durch kognitive Verzerrungen beeinträchtigt. Wenn Sie das genauer interessiert, der Kahnemann in seinem Buch erklärt es sehr ausführlich. Wie wir sehen werden, beantwortet das Denksystem 1 manchmal Fragen, die leichter sind als die, die ich ihm eigentlich gestellt habe. Ich werde Ihnen das in einem einfachen Beispiel aufzeigen. Alle mal mitmachen, bitte. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Sportgeschäft und kaufen einen Tischtennisschläger und einen Tischtennisball. Gemeinsam sollen der Schläger und der Ball 1,10 Euro kosten. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Die meisten von Ihnen werden jetzt 10 Cent geantwortet haben. Falsch. Wenn Sie es nachrechnen mit Ihrem Denksystem 2, werden Sie darauf kommen, dass der Ball 5 Cent kostet und der Schläger 1,05 Euro. Daniel Kahnemann hat in seinem Buch noch weitere Beispiele. Falls Sie sich noch tiefer dafür interessieren, empfehle ich Ihnen wirklich seine Lektüre. Ich verlinke das Buch auch wiederum in den Shownotes. Und für die Auditiven unter Ihnen, es gibt es auch als Hörbuch. Dieses Beispiel zeigt, dass die schnelle Antwort auf eine Frage nicht immer die richtige ist. Und gerade bei Ihren Finanzen lohnt es sich, ausführlich mit Denksystem 2 zu prüfen und gründlich nachzudenken. Insbesondere gilt es, schnelle Aussagen zu hinterfragen und sich bewusst Vor- und Nachteile klarzumachen. Jetzt ist meine Frage an Sie: Mit welchem Denksystem wollen Sie zukünftig Ihre Finanzen entscheiden? Wenn Sie sich für Denksystem 2 entschieden haben, sind Sie hier richtig. Das Ziel meines Podcasts ist es, jedes Thema mit Denksystem 2 zu behandeln. Das Ziel in meiner Beratung ist es aber natürlich auch, das Denksystem 1 meiner Kunden mitzunehmen. Meine Kunden sollen dann entscheiden, wenn sie es verstanden und dabei ein gutes Gefühl haben. Ziel ist es, strategisch und rational zu planen
und immer darauf zu achten, den Bauch, also die Intuition, mit an Bord zu holen. Es macht in meiner Welt aber keinen Sinn, der Intuition blind zu vertrauen und aus dem Bauch heraus irgendwelche Dinge einfach so zu entscheiden. Ich frage meine Kunden immer im Vorfeld, ob es für sie in Ordnung ist, dass ich sie dann, wenn ich das Gefühl habe, dass sie auf die 10-Cent-Seite rutschen, also dass sie intuitiv argumentieren, dass ich sie dann darauf hinweise und ihnen dabei helfen darf, die Perspektive wieder auf die andere Seite zu bringen und den rationalen Blickwinkel einzunehmen. Ab und zu kommt das mal vor. So, jetzt haben wir uns die Denksysteme angeschaut, also wie Menschen Entscheidungen treffen, aus welchen Perspektiven. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und nächste Woche wird es darum gehen, wie man seine Liquidität organisiert. Ich werde Ihnen ein einfaches System vorstellen, mit dem Ihr Denksystem 2 die Konsumwünsche Ihres Denksystem 1 in sinnvolle Bahnen lenken kann. Wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie mich gerne auf iTunes. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche mit Ihnen und verbleibe Ihre Ute Grebe-Thiel.